Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute mache ich mal wieder was ganz was anderes. Und zwar mache ich, muss jetzt da Butterbrühe rein tun, das fängt mir schon das Rauchen an. Erbseneintopf nach Bundeswehr-Rezept. Ein bisschen frisch draußen an der Terrasse. Da habe ich jetzt einmal meinen selbstgemachten Speck. Ach, warte mal, machen wir es ja so. Da habe ich da die ganzen Zutaten schon vorgeschnitten. Sellerie, Kartoffeln, Zwiebeln, gelbe Rüben, junge Erbsen und eine selbstgemachte Brühe. Und das gebe ich jetzt so nach und nach da rein. Und zwar da hier, das muss ich ein bisschen kleiner machen. In meinen Touchofen. So, ich hoffe, dass ihr das jetzt dann gut erkennen könnt. Machen wir mal den Speck da rein. Das ist mein selbstgemachter Speck. Den lasse ich jetzt da drinnen an. Man hört es schon brüpfeln. Wie gesagt, Erbseneintopf nach Bundeswehrrezept. Das lasse ich jetzt ein bisschen eingehen. Ein bisschen angehen. Das ist schon relativ heiß der Topf. Machen wir es ein bisschen kleiner. Die Flamme. Ja. Schaut schon sehr gut aus. Es geht relativ schnell bei dem Topf. Und dann gebe ich zwei gehackte Zwiebeln dazu. Klein geschnitten. Sorry, wenn es jetzt da ein bisschen zu viel raucht. Aber das ist halt immer so beim Kochen, gell? Die lasse ich jetzt auch ein bisschen mit angehen. Jetzt habe ich schon die Flamme ganz klein, aber das waren immer nur wieder Vögel. Also kann man nochmal hernehmen für Paella zu machen, das Gestell hier. So. Ich muss gleich mal die Brille runter tun, weil ich sonst beschlammt ist da alles. Dann habe ich jetzt die Zwiebel damit angehen lassen. Dann. Das schaut jetzt schon ganz gut aus. Natürlich, weil es jetzt draußen kalt ist und da heiß der Dampf da aufgeht, dass das natürlich jetzt ihr leider gar nicht so sehen könnt. Das ist jetzt schön angebracht. Dann habe ich da Kartoffeln. Die gebe ich jetzt da mit rein. Die habe ich geviertelt. Lass es auch noch ein bisschen angehen. Ja, jetzt kann man schon ein bisschen sehen. Jetzt ist der Dampf nicht mehr so viel. Es dauert jetzt ein bisschen länger, das Video, weil ihr wisst ja, ich kann ja das nicht zusammenschneiden, da habe ich kein Programm dafür und kann es ja gar nicht. Schaut schon sehr gut aus, duften tut es auch sehr gut. Dann habe ich hier einen Sellerie, klein gewürfelt. Lecker, lecker. Erbseneintopf nach Bundeswehr Rezept. So heißt es genau. Nach Bundeswehr Rezept. Und bei dieser kalten Jahreszeit, finde ich, ist das jetzt eh gerade super, gell? So. Und dann haue ich da die
gelbe Rüben. Da habe ich zwei große gelbe Rüben klein geschnitten. Die lasse ich auch noch mit angehen. Schaut doch schon sehr toll aus, oder? Wenn man das so sieht. Und später, wenn die ganzen Zutaten da drin sind, dann kommt bloß noch ein Esslöffel Majoran noch rein. Den habe ich jetzt leider vergessen hier an meinem Tisch, aber das kann man ja nachreichen. Das ist ja gar kein Problem. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Öl rein. Nicht viel, ein bisschen. Also mit dem Dutch Oven kann man draußen super kochen. Normal gehört er mit unten mit Holzkohle und oben der Deckel drauf auch mit Holzkohle. Aber das geht so auch wunderbar. Man kann ihn auch für den Herd verwenden. So, jetzt gebe ich da noch den Lauch dazu. Da habe ich eine Stange Poree, sagt man da, oder Lauch dazu. Habe ich auch so in feine Ringe geschnitten. Schaut euch das an, wenn das nicht super ausschaut. Dann wollen wir das auch ein bisschen kurz andünsten, mit andünsten. Schaut einmal her, wie das super ausschaut. Schaut doch toll aus, oder? Jetzt lassen wir es schön mit andünsten. Ich stehe da draußen an der Terrasse mit Hausschuhen. Jetzt merke ich schon langsam, wir haben da minus 2 Grad. Jetzt merke ich schon langsam, dass die Füße kalt werden. Aber wir sind jetzt gleich fertig. Nur Geduld, meine lieben Damen und Herren, die das gerade anschauen. Dann habe ich mir so junge Erbsen gekauft. Okay, hören so 500 Gramm rein. Aber die sind 450 Gramm, aber das ist wurscht. So, die tun wir auch noch schön rein. Was sagt ihr dazu? Schaut doch lecker aus, oder? Die waren eingefroren. Mittlerweile sind sie eh schon fast aufgetaut. Schaut einmal den großen Topf an. Die ganzen Zutaten, was ich da hier reingemacht habe, das ist für 4 Personen gedacht. Also meine Frau und ich, wir sind alleine. Da können wir, glaube ich, 3 Tage hinessen. Schaut doch schon toll aus, oder? Und dann später, wenn es fast fertig ist, dann mache ich dann auch noch normal gehört Bockwurst rein, aber die habe ich nicht bekommen. Dann mache ich dann Wiener. Da habe ich 2 Paar Wiener gekauft, die kommen dann aber kurz vor Schluss rein. Jetzt habe ich da eine selbstgemachte Gemüsebrühe. Kann man schön sehen. Die habe ich selbst gemacht. Die kommt jetzt da rein. Wuppdiwupp. Und dann habe ich Petersilie, die zupfe ich bloß grob ab. Die friert es auch, die sind auch schon eiskalt. Schön Petersilie rein. Schaut doch alles sehr lecker aus, oder? Findet ihr nicht? Und das Ganze lasse ich dann so circa, circa eine halbe Stunde. Na, 45 Minuten, dann probiere es mal, wie die Kartoffeln dann sind. So circa 45 Minuten. So, das noch rein. Das waren so 4-5 Stängel Petersilie. Oh, das riecht ja so schon so gut. Und wie gesagt, jetzt muss ich dann später dann noch mal rein in die Küche. Dann kommt da noch Majoran mit rein, einen Teelöffel Majoran. Und dann ein bisschen abgeschmeckt.
Die Brühe ist gut, man kann es hier sehen. Jetzt rühre ich es noch mal kurz um. Das mache ich im Ganzen rein, den Strauch da. Und dann kommt der Deckel drauf. Aber wartet mal, muss ich noch ein bisschen höher machen. Die Flamme. Wie gesagt, da kann man unten Holzkohle, oben Holzkohle drauf. Geht auch super, aber so geht es auch wunderbar. Der Topf ist schon warm. Der Deckel ist natürlich noch kalt. Ja, das war mein Rezept an euch nach Bundeswehrart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Machen wir da ein bisschen hoch. Ja, grüßt euch. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentarleiste hinten runter, darunter. Da mache ich noch ein kurzes Video, wie es angerichtet ist. Wie ihr wisst, kann ich es ja nicht zusammenschneiden. Und dann wollen wir hoffen, ob das schmeckt. Das war's dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. 40. Bleibt gesund.